Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit Psalm 91, Vers 4. Psalm 91 war vielleicht der meist zitierte, meist gebetete, meist gelesene Psalm, gerade in der Anfangszeit der Pandemie. Das bietet sich so an. In dem Psalm ist dann die Rede von der verderblichen Pest, von der Pest, die im Finstern schleicht, von der Seuche, die am Mittag Verderben bringt, und vor allem davon, dass Gott die, die zu ihm gehören, vor dieser Seuche bewahren wird. Und die allermeisten haben diesen Psalm verstanden als das, was er ist, eine Zusage Gottes. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir in guten Zeiten, ich bin bei dir in schweren Zeiten, ich bin um dich. Du kannst dich bergen bei mir, du kannst Zuflucht finden bei mir, du kannst Schutz finden bei mir. Einige wenige haben diesen Psalm auch etwas missverstanden, als ja, würde er sagen, du musst dich selber nicht mehr kümmern, du musst dich selbst nicht mehr schützen, denn das macht ja Gott. Und deshalb sind alle Schutzmaßnahmen sinnlos, denn Gott ist ja dein Schutz. Und diese Alternative macht die Bibel nie auf. Dass du nicht vorsichtig sein müsstest, wenn du, sei es du bist im Gelände unterwegs oder sei es du ziehst in den Krieg, wie im Alten Testament, sagt, nein, du musst nicht aufpassen, denn Gott passt auf dich auf. Nein. Im Gegenteil, Jesus greift dieses Missverständnis sogar auf, als der Teufel ihn in Matthäus 4 mit einem Vers aus diesem Psalm konfrontiert. Er sagt, spring doch vom Turm, denn Gott hat ja zugesagt, dass Engel dich auf ihren Händen tragen werden. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortet mit einem anderen Gebot, nämlich du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen, also auf die Probe stellen. Nach dem Motto, ich springe jetzt hier mal runter und dann werde ich schon sehen, Gott, ob du auf mich aufpasst. Dafür haben wir keine Verheißung. Und ich würde auch sagen, wir haben auch keine Garantie, dass wir nie leiden werden. Wenn du diesen Psalm so lesen würdest, wäre das ein Missverständnis und die Enttäuschung vorprogrammiert. Und es reicht einfach mal quer, die Bibel zu lesen, was vielen Männern und Frauen geschieht, die auf Gott vertrauen, die ihm treu folgen. Die, ja, und irgendwann landest du bei Jesus und merkst, okay, er ist nicht behütet geblieben die ganze Zeit, aber der Vater war da. Er hat sich um ihn gesorgt. Und gut, der einzige Moment, wo Jesus getrennt war vom Vater, war der Moment, wo er diese Trennung für uns bewusst erlitten hat. Aber er sagt, ich will dich mit meinen Fittichen decken, wie eine Henne ihre Küken. Du sollst Zuflucht haben unter meinen Flügeln. Ich passe auf dich auf. Alles, was passiert, ja, musst du über meinen Schreibtisch. Ich achte auf dich. Ich vergesse dich nicht. Ich verlasse dich nicht. Du kannst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen auch für Heilung, für Schutz, für Fürsorge in jeder Situation. Und selbst wenn ja, Leid dich trifft, selbst wenn es irgendwann in den Tod geht, ich bin da. Und ich bringe dich dann auch noch durch, bis an ein gutes Ziel. Vertraue auf mich, sagt Gott. Ob Pandemie ist, ob eine Krise ist, ob das der normale Alltag ist. Ich bin da. Und Gott, dafür danken wir dir, dass du treu bist, dass du gut bist, dass du voller Liebe bist. Und du gibst uns nicht irgendwelche Garantieerklärungen, die wir einklagen können, sondern du gibst uns deine liebende Zusage, dass du bei uns bist. Und das ist um so vieles besser. Wir danken dir für deine Nähe. Wir danken dir für deinen Schutz. Und ich bete jetzt für diejenigen, die jetzt zuschauen, zuhören, die Heilung brauchen, die besonderen Schutz brauchen, die besondere Bewahrung brauchen in einer Krise, dass sie dich erfahren und dass sie dein Eingreifen erfahren. Weil du der lebendige Gott bist. Amen.